sind in der Schiene. Und natürlich eine bestimmte Atmosphäre, damit unser Kunde runterfahren kann oder entspannen von dem Alltag, den Stress, was er draußen hat. Bei uns kommt rein, Tür zu, dann bam, Zeitreise, bist du in London 1920, sag ich mal so. Und das ist ein Familienbetrieb. Ich arbeite natürlich mit meinem Bruder. Er hat eine Idee, ich habe eine Idee. Kombinieren wir unsere Ideen zusammen und machen wir was Schönes. Sind wir unter diesem Namen Küçük Istanbul bekannt. Viele Leute denken, dass ich ein Türke bin. Nichts dagegen, um Gottes Willen. Also, aber ganz ehrlich, mittlerweile ich habe null Bezug zu Türken und Araber. Auf einen Grund. Wie gesagt, Stefan, also ich biete ja komplett was anderes als die andere Barbiere. Hallo Dennis. Ich muss euch nachreden. Wir kommen aus Jerusalem. Bei uns, man geht zu Barbier einmal die Woche. Damit, dass wir auch im Freitaggebet frisch aussehen. Unsere Qualität. Wir haben von Heimat nach Deutschland transportiert. Weil, wie wir arbeiten, das wird dort jeden Tag gemacht. Ich glaube, das haut hin, ne? Mhm. Ich habe so einen amerikanischen Schulbus gekauft, der mit Gelb-Schwarz. Und jetzt bin ich jetzt auch in dem Moment jetzt mit einer Ausbauphase als Gentleman's Barbershop auf 4 Rädern halt. Ich habe so gekämpft, dass ich meinen Traum verwirklichen, sag ich mal. Ich will das richtig machen. Wie findet deine Frau die Idee? Am Anfang hat sie gesagt, na, das wird zu viel kosten und so. Ja, wird das gut laufen? Ich habe dann erklärt, wie ich jetzt, was ich jetzt denke, wie ich jetzt alles umsetzen möchte. Und dann jetzt, sie unterstützt mich jeden Tag. Was macht der Bus? Was hast du gemacht? Zeig mir Bilder. Was hast du gemacht? Was ist jetzt der nächste Schritt? Und so weiter und so fort. Ne? Ja. Sogar meine Kinder, die haben den Bus gesehen. Und mein Sohn Adam, der wollte auch den Bus fahren. Ich sag, nein, Baba, du hast keinen Führerschein. Du darfst nicht. Ja. Oh, Verzeihung, ich muss rangehen. Das ist der Paul, der Ausbaufirma. Hallo, Paul. Hallo, mein Lieber, wie geht's dir? Auch gut. Bist du im Laden? Super, dann ich werde gerne zu dir rüberkommen. Und dann quatschen wir ein bisschen über den Bus und dann gucken wir, was wir gemacht haben und so weiter und so fort. Hallo, mein Lieber. Hallo. Grüß dich. Zu Mögelheimer Damm, bitte. Hat sich weiterentwickelt. Ne? Sehr, sehr. Hier Weserstraße hinter Sonnenallee ist nur Szene geworden. Es sind sehr viele Bar, Cafés. Da sprechen die nur Englisch. Mhm. Ich denke, ich bin nicht mehr in Deutschland. Ja. Jetzt mittlerweile sprechen mein Laden mehr Englisch als Deutsch. Früher gab es keinen Touristen. Ja. Vor allem in Neukölln. Ne? Neukölln gab es keinen Touristen. Die haben Angst gehabt. Dann sehen wir gleich, was der Paul gemacht hat. Wenn ich meine Arbeit mache, ne, entweder ich mache das richtig oder mache ich gar nicht. Das habe ich auch ganz ehrlich von Deutschen gelernt. Weißt du? Feste Arbeitszeiten. Genau. Pausezeiten. Ja, da muss alles geregelt sein. Alles. Auf jeden Fall. Beste Lohn. Auf jeden Fall. Gesetze halt. Ne? Gesetze. Genau, also bei, wo ich herkomme, da ist so wie Bazar halt, ne? Hier gibt's sowas nicht. Ja.
Aber manchmal ist ein bisschen zu viel, ein Tick zu viel. Paul! Hey, Jose. Hallo, mein Lieber. Wie geht's dir? Alles gut. Alles gut? Ja. Wie geht's dir? Gehen wir mal. Wir haben fast geschafft. Aber weißt du, Paul, ich finde, der Spiegel ist ein bisschen schmal. Ich finde es ein bisschen schmal. Guck mal. Findest du? Ja, guck mal, steht hier. Das Problem ist, du musst dran denken, das ist auch ein Fahrzeug. Ne? Du darfst, wenn du einen zu großen Spiegel hast, dann reißt der, wenn du über eine Bodenwelle fährst. Das musst du auch beachten. Ja, und hier bei der Dachluke müssen wir gucken. Die war ja undicht. Genau da. Und jetzt? Irgendwie kommt immer noch was durch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es vielleicht doch von woanders kommt. Sie ist 99 Baujahr. Von daher, da muss er auch irgendwie eine Kleinigkeit geben. Aber wir sind in Deutschland, wir haben so viel Werkzeug hier. Kann man alles reparieren, mein Lieber. Ja. Mit Barberpuls, wie hast du das gemacht draußen? Die kommen, kann ich dir zeigen. Quasi. Das soll eigentlich, das soll so sein, ne? Da oben willst du die haben, ja? Ah, ja. Guck mal, das hier, was du gebaut hast, also das Bild will ich nicht, ne? Eigentlich das hier, direkt an den an den hier. Mhm. Das hier nicht. Das hier gleiche, hier befestigen und das hier ganz unten. Ist schon wieder ein Monat her. Ja. Und wie läuft es bei dir auf der Arbeit? Januar. Hat ein neuer Laden jetzt? Wie weit seid ihr? Ich sag mal so, wir sind fast fertig. Weißt du, ich habe auch eine Idee, Philipp. Können wir eigentlich bei so einem Grand Opening bei dir, jetzt eine zweite Filiale, können wir auch den Barber-Truck auch noch dazu irgendwie ein schönes Event machen? Ja. Barber und BBB. Barber und Burgers. Burger, Barber, Bier. Keine Ahnung. Ja, cool. Oder Bauch oder so. So ein Bart wirkt ruhig, aber laut. Okay. Weißt du, es strahlt so eine gewisse Ruhe aus, aber es ist schon irgendwie schon laut, mächtig. So. Ja. Finde ich cool. Also gestern, mein Sohn hatte so ein Bilder gesehen. Mein Bilder ohne Bart. Ja. Und dann mit Bart. Er ist 7 Jahre alt. Ja. Ne? Und ich meinte, Adam, was findest du? Findest du mit Bart oder ohne Bart? Und der meint dann mit Bart. Natürlich. Wobei. Ich glaube, die werden geschockt, wenn du nach Hause kommst. Die werden mich gar nicht mehr erkennen. Ne? Ja, wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Ich muss mich umstellen. Na, weil ich bin nicht mehr in Jerusalem, bin ich jetzt in Deutschland. Wir müssen diese Gesellschaft auch integrieren. Also ist nicht so religiös wie da, wie damals in Heimat. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt keinen Kontakt zur Community, aber ich habe mich halt aussortiert, selber aussortiert, mit wem ich zu tun haben möchte. Ich habe meine eigene Identität, ich habe meinen eigenen Charakter, ich habe meinen eigenen Stil. Natürlich. Ich hab an mich selber hart gearbeitet, um sowas zu erreichen. Na, das war nicht leicht. Ne? Natürlich.
Wir haben gemerkt, dass der Umgebung hat sich so viel geändert. Na gut, was mache ich? Dann werde ich auch diese Verwandlung auch mitgeben oder mitmachen. Gut, dann mache ich mit. Na, weil ich will diese neuen Leute, die nach Neukölln eingezogen, Studenten, Geschäftsmänner, ich will die auch bei mir haben. Ich habe meine Preise aus 20 gemacht. Dann war richtig neue, komplette Klientel. Eine neue Klientel. Ganz woanders. Ne? Und zum Glück, jetzt bin ich bei 25 Euro. Und dann habe ich mein Ziel erreicht. Philipp. Hey, Mann. Hallo, mein Lieber. Wie geht's dir? Guten Tag. Ja, ganz gut. Alles klar? Ja. Schön, dich denn jetzt zu sehen, Mensch. Was bringt dich so früh her? Ich hab Hunger. Was soll da? Was willst du haben? Was hast du denn zu bieten? Shawarma, Pasta, einen Burger. Burger? Ja, Burger. Ja, dann Burger. Willst du? Ja, gerne. Ich würde vorschlagen, kommst rum und wir machen zusammen. Ja? Ja. Soll ich selber meinen Burger machen? Ja, komm rein. Darf auch nicht jeder, weißt du, ne? Ja, danke schön. Ja, das ist ein großer Danke für die Ausnahme. Beim nächsten Mal, wenn ich komme, schneide ich auch einen deiner Kunden die Haare, okay? Oder du kannst es auch selber Haare schneiden. Ne? Machen. Wo ist dein Burger? Und machen wir so Monatsangebote. Barber's Burger. Okay. Werde ich heute Halloumi. Ja, sehr cool. Nee, das mal bitte erstmal einmal so. So. Ja? Genau. Warum? Damit so ein. Gittermuster. Ja. Ja, bringt zwar gar nichts, aber sieht gut aus. Du hast Talent. Danke. Aber deine Einrichtung ist ja so wie in diesen amerikanischen so alten London, Barbershops. Also bei mir oder ist London. Irgendwie London-Style 1920 ungefähr. Okay. Ja? Ist ja mein Style halt. Ne? Ja. Wie kamst du auf den Geschmack? Also warst du vielleicht London? Das ist ja mein Geschmack. So? Das war schon immer so da. Ist schon immer so gewesen, aber damals hat die Umgebung nicht irgendwie. Mhm. Nicht geholfen, sage ich mal so, um sowas zu rauszubringen. Ja. Weil damals, weil wir vor 5 Jahren, 6 Jahren, waren nur unsere Leute, sage ich mal so, und die haben irgendwie sowas nicht verstanden. Nicht verstanden und nicht gut fühlen oder nicht gut finden. Ne? Also wenn du jetzt dort in deinem Barbershop stehst und du sagst, dann kommen die verschiedensten Kunden rein und manche nehmen es besser auf oder schlecht auf, aber dann hast du vielleicht auch manchmal Leute, vielleicht Landsleute von dir, die kommen und das so, warum macht ihr nur mit Termin, warum ist das so teuer? Ja. Merkst du es, fühlst du dann so dich ein bisschen irgendwie, als was siehst du dich denn? Als, bist du Araber, bist du Berliner, bist du, wie ist das bei dir? Also ist es so, bei mir bin ich seit 96, ne? In Deutschland und in Berlin ausgezeichnet. Mhm. Und im Laden, ich fühle mich nicht als Araber. Ich gehe nicht auch mit meinen Kunden oder mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Bruder sogar, nicht als Araber. Mhm. Ja? Ich gehe mich mit meiner Umgebung im Laden als Berliner. Mhm. Und dann kann man noch mal Neuköllner sein sogar. Auch das noch. Ist dann noch mal, genau, aber, aber Neuköllner nach der Integration. Ja, ne? Ja. Ja, klar, nee, sehe ich auch so. Ja, genau. Aber deine Wurzeln? Ich komme aus Jerusalem, ne? Ja. Und ich behalte auch. Also zu Hause bin ich halt mit meinen Kindern spreche ich halt Arabisch, ne? Ja. Weil für mich ist es so, dass es sehr wichtig, dass die beide Sprachen kennen. Nicht nur Deutsch, sondern auch Arabisch. Du bist hier geboren, ne? Ja, ich bin hier geboren. Früher habe ich gesagt, ja, ich bin halb Perser, halb Deutsch, aber das ist dann auch wie so eine Hunderasse oder so. Mhm. Ich bin halb, was? Nee, ich bin Berliner einfach. Genau. Und das ist auch so, weil mehr Berlin als wir beide vielleicht, das ist schwierig. Komm, zeig mir den Laden. Yalla. Und dann machen wir ein Release-Party, werden viele Leute uns besuchen. Wieder hier oder dann drüben. Wobei hier ist auch cool, weil hier kann der Bus
so stimmt, ne? Da ist ein bisschen schwieriger mit dem Parkplatz. Allein nur von Kiez hier, ne? Also den Bewohner von Neukölln, die würden die auch sehr interessieren. Und natürlich, Neukölln ist Multikulti. Du findest verschiedene Kulturen, verschiedene Geschmäcke. Ich liebe Neukölln, weil es wirklich so bunt ist, ne? Weiterzuentwickeln. Meine Kinder sind hier, sind ja auch Deutsche mittlerweile. Also ich fühle mich hier auch zu Hause. Also das ist vorne die Scheibe. Okay, die geht gar nicht. Den Gürtel muss angeschlossen. Kannst du mal bitte von innen wieder, sonst geht die Fernbedienung nicht. Ja. Vorne irgendein Schalter umlegen? Nee, eigentlich. Eigentlich muss jetzt funktionieren, ne? Vorsicht! Jetzt haben wir! Okay. Wie funktioniert das hier? Geht so? Ja,
Läuft leer. Nee, also ganz ehrlich, ich hab gestern so gesagt, ey, ich hab Schnauze voll jetzt, ich verkauf das Ding. Ganz ehrlich. Aber ich sag, nee. Moment mal. Ich arbeite an diesem Projekt seit 2 Jahren. Nicht wegen so einer Kleinigkeit. Die sind für mich immer noch Kleinigkeiten. Natürlich, hat mich viel gekostet, aber die sind immer noch kleiner als mein Traum. Also mein Traum ist größer als diese Probleme. Ja, nee, heute, ich war beim Bus. Ich habe heute meinen Bus gesehen. Zu 90% ist er fertig. Ah, was fehlt denn noch? So eine Kleinigkeit, Frank. Pyramide, Monte Cristo Nummer 2. Lass mir doch Frank. Hier, das ist dasselbe Format. Ja. Du läufst jetzt hier rum wie im Pralinenladen, ja? Jetzt noch die ganz großen. Ja, wa? Denkt ihr denn schon darüber nach, was eventuell nach der Haarkunst oder nach dem Burger kommen könnte? Das Thema hat mich sehr viel beschäftigt. Ne? Der Barbertrag ist, wie ich jetzt baue, weltweit einmalig, so mit Zigarrenlounge. Eigene Strom- und Wasserversorgung und. Und von Stil hier, ne? Ich merke aber, dass viele Arbeitskollegen, die versuchen, mehr oder weniger mich zu kopieren. Und deswegen bin ich mit meinen Gedanken immer 2 Schritte nach vorne. Dann viel Spaß beim Folgen, ne? Also viel Spaß beim Kopieren. Das ist eine Motivation für mich. Würde auch sagen, alles richtig gemacht. Ja, endlich mal. Yeah. So, herzlich willkommen. Ich bin mit dem neuen Sattler. Ich bin ganz zufrieden. Er hat sehr super Arbeit geleistet. Ich sehe das schon, dass das Publikum auch sehr begeistert von dem Innenausbau. Mit dem dicken Chesterfield und Zigarren und der Atmosphäre drinnen. Also ich habe nicht erwartet, dass ich in Neukölln so eine Reaktion bekomme. Mein Traum ist wahr geworden. Das fühle ich mich gerade. Ich habe von diesem Projekt geträumt. Ja. Und jetzt ist mein Traum ist wahr geworden. Ja, ich bin sehr glücklich, ich bin so happy. Meine Träne kommt jetzt raus. Dadurch wirklich. Ja.